Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem Input-Video für unsere Einführungssitzung des Seminars Beleidigen, Schmähen, Herabsetzen, Sprache und Invektivität. Mein Name ist Simon Meyer-Vieracker, ich bin Professor für angewandte Linguistik hier am Institut für Germanistik der TU Dresden. Ich möchte in diesem Video einen kurzen Einstieg in unser Thema geben, einen Überblick über das Seminar und dann möchte ich auch noch einige organisatorische Details klären. Worum geht es also in unserem Seminar? Sie wissen vielleicht, dass Invektivität auch der Name eines Sonderforschungsbereichs ist, der hier in Dresden angesiedelt ist. Und in der Selbstbeschreibung dieses SFB finden wir diese Formulierung: Phänomene der Schmähung und Herabwürdigung, der Beschämung und Bloßstellung lassen sich epochen- und kulturübergreifend als Fundamentaloperationen gesellschaftlicher Kommunikation verstehen. Als Störungs-, Stabilisierungs- und Dynamisierungsmoment sozialer Ordnungen haben sie das Potenzial, Gemeinschaften zu bilden und Gesellschaften zu prägen. Dabei wirken sie zugleich destruktiv wie produktiv. Der Forschungsverbund fasst solche Phänomene unter dem Terminus Invektivität. Dieser beschreibt begrifflich jene Aspekte von Kommunikation, ob verbal oder nonverbal, ob mündlich, schriftlich, gestisch oder bildlich, die geeignet sind, herabzusetzen, zu verletzen oder auszugrenzen. Hier haben wir also einmal ganz kondensiert das, womit wir uns in den kommenden Wochen und Monaten beschäftigen wollen. Wir werden das dann peu à peu entfalten. Und wir sehen in der Formulierung, dass es um Kommunikation geht, die geeignet ist, herabzusetzen, zu verletzen, auszugrenzen, dass es insbesondere auch verbal geschehen kann, dass dann also der Linguistik eine ganz wichtige Rolle zukommt in der Entfaltung einer solchen Theorie der Invektivität. Was sind also jetzt diese Phänomene, die man in den Blick nehmen kann? Ich möchte das vorführen mit einer Reihe von Beispielen unterschiedlichen Typs aus unterschiedlichen Zeiten, aus unterschiedlichen Bereichen, die einmal das ganze Panorama aufzeigen sollen, der Phänomene, mit denen wir uns beschäftigen können. Ich war auf der Facebook-Seite der AfD heute Morgen. Da war ein Post zu finden über Merkel und ihre Pläne für einen verschärften Lockdown. Und dann finden wir dann in den Kommentaren Beschimpfungen, wie hier die Alte ist irre im Kopf, sperrt die endlich ein und schmeißt den Schlüssel weg, hat Taubenkacke im Kopf. Ja, also gegenüber Angela Merkel hochgradig aggressiv und herabwürdigend, aber schauen Sie mal auf die Reactions. Innerhalb der Community wird genau das honoriert, wird mit Likes, mit Herzchen, mit Lachen und so weiter versehen. Wir können also hier schon sehen, innerhalb der Community hat es durchaus sowas wie gemeinschaftsstiftendes Potenzial. Ich war dann auch noch auf der rechtsextremen Seite PI News, wo man ganz ähnliche Argumente findet. Auch hier heißt es, muss dringend weggesperrt werden und Söder und Konsorten gleich mit. Wir sehen aber dann auch noch andere Formen der Herabwürdigung, die gegen Angela Merkel gerichtet sind, wie es heißt hier, diese Unperson im Hosenanzug, die fette Wachtel, die versoffene Spinatwachtel und so weiter. Wir sehen aber auch, schauen Sie mal hier, die wiederholten Demonstrativpronomen, diese Unperson, diese versoffene Spinatwachtel, diese gemeingefährliche Frau, eine Verwendungsweise von Demonstrativer, die auch als pejorative Demonstrativer beschrieben wurde in der Forschung. Wir finden also auch grammatikalische Mittel, die eine besondere Eignung haben, in herabsetzenden Texten, Sprechakten und so weiter eingesetzt zu werden. Wir hatten gerade jetzt Beschimpfungen gesehen, die sich gegen eine Einzelperson richten. Hier kommt noch was anderes dazu. Das ist ebenfalls ein Facebook-Kommentar von der AfD-Seite. Ich möchte das jetzt nicht vorlesen. Sie können es gerne mal überfliegen. Worauf es mir ankommt, ist, dass wir hier noch andere Formen der Abgrenzung und der Herabsetzung haben, die nicht über eine persönliche Beleidigung hinausgehend auch ganze Gruppen pauschal herabwürdigt. Also das, was wir klassischerweise Diskriminierung nennen. Hier ist also gegen Muslime, gegen die SPD-Grün-Pseudo-Links-Gutmenschen, aber vor allem auch hier unten, wenn es heißt, dass für Sicherheit von einer alleinerziehenden Tussi erzogen und ohne Vaterfigur aufwachsen musste, ist also auch in hohem Maße sexistisch und
frauenverachtend. Und auch das, also solche Formen der Diskriminierung, sind auch Phänomene, die uns beschäftigen werden. Ganz anderer Fall, Fußball. Ich möchte Ihnen mal ein kurzes Video vorspielen. Das ist aufgenommen worden im Stadion von Borussia Dortmund. Ich habe sie nicht so begeistert. Genau. Was Sie jetzt gehört haben, war eines der ganz klassischen Beschimpfungsrituale, die im Fußball gepflegt werden. Vor dem Spiel beschimpft der Fanblock die gegnerische Mannschaft oder auch einen einzelnen Spieler mit diesem weithin bekannten Spruch Arschloch, Wichser, Hurensohn und dann noch hinterhergeschoben, deine Mutter hatte ich schon. Das ist eine Praktik, die an diesem besonderen Ort der Fußballstadien erwartbar ist und auch tatsächlich innerhalb von Fanszenen auch nicht wirklich verletzend, als verletzend wahrgenommen wird. Das gehört gewissermaßen dazu. Es balanciert sich auch wieder aus, da sich Fans ja gegenseitig beschimpfen und es einfach sozusagen innerhalb der Community als Teil der Folklore gilt. Dennoch können wir natürlich sagen, mit solchen Sprüchen wie deine Mutter hatte ich schon, werden auch hier sexistische Diskriminierungstraditionen weiter fortgeführt, dass man also auch auf diese ritualisierten Formen durchaus kritisch schauen kann. Nochmals anderer Fall. Sie haben vielleicht mitbekommen, die Affäre um Dietmar Hopp. Da gab es auch jetzt kürzlich nochmal eine ZDF-Doku. Dietmar Hopp wird von, insbesondere von Borussia Dortmund-Fans seit jeher wüst beschimpft. Und ein wiederkehrendes Motiv ist erstens die Beschimpfung als Hurensohn und zweitens dieses Fadenkreuzmotiv, was vielfach gezeigt wurde. Was Sie jetzt hier sehen, ist aber schon das Ende eines langjährigen Konflikts oder das vorzeitige, ein zwischenzeitiger Höhepunkt eines viel länger andauernden Konflikts. Nämlich Dietmar Hopp hatte Strafverfahren in großem Maße ins Rollen gebracht gegen BVB-Fans wegen beleidigenden Gesängen. Die BVB-Fans verweisen darauf, das gehört zum Fußball dazu, das ist einfach Teil dieser ritualisierten Praktik und weisen das also zurück und sagen dann, warum zeigst du uns an für das Wort Hurensohn, du Hurensohn? Ja, wir finden also hier erwähnende Bezugnahme auf eine Beschimpfungspraktik und gleichzeitig der Vollzug einer Beschimpfungspraktik. Ja, also ganz interessant, wie sich hier die einzelnen Ebenen überlagern und auch die Frage, ob hier dieses Fadenkreuz eigentlich ein Aufruf zur Gewalt ist oder nur ein Zitat und nur ein reines Symbol der Ablehnung, wie die Fans selber es sagen. Das sind durchaus interessante Fragen, die man auch sprachwissenschaftlich wunderbar angehen kann. Gehen wir mal zu einem ganz anderen Fall wiederum, und zwar jetzt mal knapp 200 Jahre zurück. Da finden wir beim Göttinger Universitätsgericht hier diesen Fall beschrieben. Aus einer Klageschrift der Dienstmagd gegen einen Priester. Der Beklagte, heißt es dort, nannte die Klägerin, ohne die mindeste rechtmäßige Ursache, bloß von inneren Regungen seines Gemüts getrieben, ein Sauhammel und Kanaille, sogar eine Diebin. Seine gewöhnliche Anrede ist keine andere als du Tier, du Mensch gewesen. Dabei gehört, so heißt es im Neutro-Gebrauch, dieser Ausdruck, das Mensch, bekanntlich zu den schimpflichsten Bezeichnungen niedriger Frauenzimmer, die sich sonst nur die roheste Indezenz zu erlauben pflegt. Wir sehen also, es gibt so ein Schimpfwort, Reservoir, was sehr alt ist natürlich, was sich Jahrzehnte, Jahrhunderte zurückverfolgen lässt und noch ein paar andere Dinge sind hier interessant, nämlich schauen Sie mal hier, nur die roheste Indezenz. Also hier wird dem Priester, der sich der Beleidigungen schuldig gemacht hat, Vorwurf gemacht, von rohester Indezenz zu sein, was wiederum auch durchaus ehrenrührig ist. Ja?
Also die einzelne Dienstmagd sieht sich in ihrer Ehre verletzt und das ist für die Dienstmagd insofern wirklich überlebenswichtig, da sie auf guten Leumund angewiesen ist, wenn sie jemals wieder eine Anstellung finden möchte. Wir sehen aber auch, dass die Wiederherstellung der eigenen Ehre auch durchaus auf Kosten der fremden Ehre gehen kann. Wir finden also, dass Ehrverletzungen in ganz interessante Interaktionssequenzen eingebettet ist, wir nicht so sehr einfach nur von isolierten Sprechakten ausgehen sollten, sondern gerade auch die Wechselseitigkeit des Geschehens in Betracht ziehen sollten. Wir finden auch schon in sehr frühen Rechtstexten ganz interessante Bemerkungen zur verletzenden Kraft von Sprache. Da heißt es hier, es ist doch eigentlich dies für ein Injuri, also eine Beleidigung zu halten, wenn einer an seinem wohlhergebrachten Namen, Stand und guten Leumund von einem anderen mündlich oder schriftlich angetastet, verkleinert und geschmäht oder auch mit Schlägen angegriffen und verschimpft wird, dessen er sich bei ehrlichen Leuten schämen muss. Auf den letzten Teil kommt es mir jetzt hier besonders an. Was heißt es eigentlich, beleidigt und verletzt zu werden in seiner Ehre oder in seinem Leumund oder in seinem Face, wie wir es in der Linguistik häufig nennen, verletzt zu werden? Das hat insbesondere was zu tun mit der sozialen Eingebettetheit von Individuen. Ja? Also da heißt es hier, man muss sich bei ehrlichen Leuten schämen muss. Wir sind also soziale Wesen und gerade in unserer Sozialität werden wir adressiert und verletzt, wenn wir durch Sprache verletzt werden. Ja, und dafür braucht es entsprechend theoretische Konzepte und die werden wir uns im Seminar erarbeiten. Was sind also Fragen, die man sich stellen kann, wenn man sich mit solchen Phänomenen beschäftigt? Jetzt mal ein loser Katalog, der sich bestimmt noch ergänzen ließe. Natürlich müssen wir uns fragen, was macht Sprache eigentlich verletzend? Gibt es verschiedenste Möglichkeiten, das zu beantworten? Ist es die Bedeutung der einzelnen Wörter? Ist es die Intention? Sind es die Kontexte, die Anschlusskommunikation und so weiter? Was genau, so können wir es präziser fassen, was genau ist es eigentlich an der Sprache oder vielmehr dem Sprechen, das verletzt, herabsetzt oder ausgrenzt? Können wir das allgemein bestimmen oder müssen wir doch die einzelnen Formen je für sich beschreiben? Also was haben die Fälle, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, eigentlich gemein? Was unterscheidet sie? Was wird eigentlich verletzt, wenn wir sprachlich verletzen? Ne, das hatte ich gerade schon angedeutet. Es hat wohl was mit Sozialität zu tun. Also wenn ich mich in den Finger schneide, ist es recht einfach zu beantworten, der Finger wird verletzt, aber was wird verletzt, wenn wir herabsetzen, beleidigen? Sind es Gefühle, wie wir manchmal sagen? Ist es die Ehre, wie wir manchmal sagen? Ja, darüber wird zu sprechen sein. Interessant ist auch, sich zu fragen, was eigentlich die Verletzungsmacht von Sprache wieder einhegt. Nicht alle Beleidigungen, die als solche gemeint sind, funktionieren. Oder selbst wenn sie als solche gemeint sind, kann es doch sein, dass die Verletzungsmacht in irgendeiner Form wieder gedämpft wird, zum Beispiel durch Ritualisierungen. Was ist der Unterschied zwischen physischer und symbolischer Gewalt? Wie können wir das beschreiben? Also denken wir nochmal an das Fadenkreuz zurück. Und wir sollten uns auch die Frage stellen, wie ist eigentlich verletzende Sprache zu bewerten? Ja, wir haben, glaube ich, alle den Impuls, wenn wir solche Facebook-Kommentare sehen, da eine Aversion gegen zu entwickeln. Das kommt uns irgendwie nicht richtig vor. Aber kann man das Ganze auch sprachwissenschaftlich begründen? Ist es überhaupt Aufgabe der Sprachwissenschaft, hier zu bewerten? Und können wir auf Grundlage von sprachwissenschaftlichen Analysen auch sowas wie Interventionsmöglichkeiten eigentlich entwickeln und beschreiben? Ja, das ist vielleicht auch gerade für diejenigen von Ihnen, die ins Lehramt gehen, eine durchaus interessante Frage, da wir uns ja schon auch fragen sollten, inwiefern wir eigentlich solche Themen auch in der Schule vermitteln. Ja, wie hat man sich also aus der sprachwissenschaftlichen Perspektive heraus mit diesen Fragen beschäftigt? Da gibt es eine Reihe von Richtungen, die ich jetzt mal hier der Reihe nach an
teasern möchte, es gibt schon sehr lange eine sogenannte Malediktologie, die also in mehr oder weniger inventarisierender Absicht Schimpfwörter und Beleidigungspraktiken untersucht, also die Wissenschaft des Fluchens und des Schimpfens. Wir finden in der Semantik und auch der Pragmatik verschiedenste Theorien, um das besser beschreiben zu können, was wir das Pejorative nennen. Also was ist das, was ein Wort wie Arschloch oder auch das N-Wort eigentlich verletzend macht? Und wie können wir das einpassen in unsere semantischen, auch pragmatischen Theorien? Und gerade in der Pragmatik gibt es eine wichtige Theorietradition, vor allem im angelsächsischen Bereich, die von der Theorie der Höflichkeit ausgeht. Brown-Levinson haben Sie vielleicht schon mal gehört und daran anschließend dann auch die Theorie der Unhöflichkeit. Wir haben eine Reihe von Untersuchungen, die eher ethnografisch vorgehen. Also die bisher genannten, also die Perspektiven 2 und 3, gehen eher theoretisch deduktiv vor. In der Ethnographie der Kommunikation schaut man sich bestimmte Beleidigungspraktiken und auch Rituale an, die wir beschreiben als gesellschaftlich-kulturell situierte Sprechereignisse. Ja, wir müssen also die Kontexte, die Sitten und Gebräuche einer bestimmten Community mit erfassen, wenn wir diese Beleidigungspraktiken verstehen wollen, zum Beispiel mit solchen Methoden wie teilnehmende Beobachtung. In der Diskursanalyse sind wichtige Arbeiten vorgelegt worden zu allen möglichen Formen von Ausgrenzung und Diskriminierung, neuerdings auch mit solchen Begriffen belegt wie Hate Speech, also geradezu sowas wie Sexismus, Antisemitismus, Rassismus gibt es wichtige Arbeiten und wir werden uns auch damit beschäftigen. Und schließlich in jüngster Zeit hat sich auch die Internetlinguistik besonders profiliert im Bereich der Invektivitätsforschung. Gerade Social Media werden vielfach mit einer besonderen Verrohung von Sprache assoziiert. Ich habe Ihnen ja auch Beispiele genannt, diese Facebook-Kommentare. Wir finden aber auch solche typischen digitalen Praktiken wie Shitstorms, Trolling, Flaming, Cybermobbing und so weiter, mit denen wir uns auch im Seminar beschäftigen werden. Was haben wir also vor in den nächsten Monaten? Zunächst mal wollen wir interdisziplinäre Grundlagen legen aus den Bereichen Soziologie, aber auch Philosophie und natürlich Linguistik. Wir wollen uns dann mit einigen Forschungsansätzen beschäftigen aus Semantik und Pragmatik, die sich mit verletzender Sprache beschäftigen. Dann habe ich einen Blog vorgesehen zur Invektivität in der digitalen Kommunikation, gerne auch mit Querbezügen zur Didaktik und zur möglichen schulischen Aufbereitung. Und schließlich am Ende wollen wir uns mit meta-invektiven Debatten beschäftigen. Also wir Wissenschaftlerinnen sind ja nicht die Einzigen, die über Invektivität sprechen. Das tun auch Menschen draußen im Feld. Ja? Zum Beispiel, wenn sie darüber diskutieren, ob eigentlich das N-Wort in Pippi Langstrumpf-Büchern diskriminierend ist oder nicht vielmehr doch Kulturgut, was es zu schützen gilt. Solche Debatten sind ausgesprochen interessant zu analysieren und damit werden wir uns beschäftigen. Und ich habe noch eine Open-Topic-Sitzung am Ende, die ich ganz nach Ihren eigenen Interessen dann gerne noch füllen kann. Wie wollen wir arbeiten in diesem Seminar, bei dem wir damit rechnen müssen, dass es bis zum Schluss digital ablaufen wird? Es wird von mir immer wieder Input-Videos geben, die sich dann aber auch ergänzen mit Plenumsdiskussionen und kollaborativen Gruppenarbeiten, Analysen, wofür wir Breakout-Rooms nutzen werden. Insofern werden sich synchrone und asynchrone Formate abwechseln. Ich möchte weiterhin in diesem Seminar, das vor allem auch als Lektüre-Seminar gestaltet ist, auf Social-Reading-Tools setzen. Wir werden ein Tool nutzen, was sich Pairs All nennt, wo man Texte gemeinschaftlich annotieren und kommentieren kann, also anstreichen, Kommentare hinterlegen, um so die Lektüre ein bisschen besser zu fokussieren und vor allem auch die Vorbereitung, uns in der Vorbereitung schon ein bisschen besser zu vernetzen. Auch im CryptPad können wir Fragen sammeln und so weiter. Sie bekommen dann von mir rechtzeitig dazu die Informationen.
Alle Texte, Slides und weitere Materialien, sprich Links zu den Tools, die wir nutzen werden, finden Sie auf Opal. Das ist die zentrale Anlaufstelle, wo Sie alles finden, was Sie brauchen. Wir werden für die kursweite Kommunikation auch die Matrix nutzen. Es gibt einen Matrix-Raum, dem Sie bitte beitreten. Den Link finden Sie auf Opal. Ab dem zweiten Teil des Semesters möchte ich auch, dass Sie sich einbringen in die Kursgestaltung. Es wird keine Referate im klassischen Sinne geben, sondern wir werden das anders lösen. Und zwar so, dass es immer ExpertInnen-Gruppen geben wird für einzelne Sitzungen. Die haben die Aufgabe, sich vielleicht ein bisschen ausführlicher als die anderen in die Literatur einzulesen, auch noch in andere Texte zumindest mal reinzulesen, um ein bisschen besser vorbereitet zu sein als die anderen. Sie sollten dann sich außerdem innerhalb dieser Gruppen vorab Gedanken machen, mit welchen Daten oder auch Fallbeispielen. Ja, das genügt vielleicht ein kurzes Video oder zwei, drei Tweets oder irgendwas in dieser Art, was ein bisschen Anhaltspunkt sein kann, um die Tragweite und das Erklärungspotenzial der Theorien diskutieren zu können. Ja, wir wollen natürlich über die Texte sprechen, wir wollen das aber auch anwenden auf Material und dazu sollten Sie ein bisschen Anschauungsmaterial zusammentragen. Sie sollten dann auch für die Sitzungen bis zu drei Leitfragen zur Seminarlektüre formulieren, die nochmals auf die wichtigsten Stellen hinweisen und dass wir so einen Startpunkt haben für die Diskussion. Wenn Sie Daten sammeln, können Sie auch einen Analyseauftrag für diese Beispiele formulieren. Wie diskutieren Sie das Beispiel mit Blick auf die Taxonomie von XY auf Seite so und so? Ja, und dann gehen dann die das geht dann in die Gruppenarbeit und danach besprechen wir das dann wieder im Plenum. Und in dieser Plenumsdiskussion leiten Sie auch die Diskussion über den Text und die Daten. Ich werde natürlich auch mitdiskutieren, aber da wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie selber das ein bisschen moderieren könnten. Ja, da werden wir dann die Themen vergeben und teilen Sie sich dann ein, so wie Sie sich eben für die einzelnen Themen interessieren. Ich habe weiterhin ein Format vor, was sich drei Fragen an nennt. Die Anregung verdanke ich meiner geschätzten Kollegin Constanze Marx von der Uni Greifswald, die auch zur Verfügung stehen wird für unser Drei-Fragen-Format. Im Moment ist es so, dass ich das für zwei Sitzungen vorgesehen habe, nämlich der zu Cybermobbing und zu metainvektiven Debatten. Da werden wir im Kurs drei Fragen erarbeiten, gemeinsam, die wir dann in einem Zoom-Interview an Professor Constanze Marx, Greifswald, und Professor Joachim Charlotte von der Waseda-Universität Tokio richten werden. Eben, die Fragen entwickeln wir gemeinsam. Wir brauchen dann Freiwillige, die dieses Zoom-Interview führen. Und wir werden das dann nachher im Kurs wieder besprechen, was es uns für neue Perspektiven eröffnet hat und so weiter. Wer also Lust hat, diese Interviews zu führen, es geht dann ja letztlich darum, die Fragen zu verlesen, entgegenzunehmen und vielleicht noch ein bisschen spontan zu reagieren. Wer also Interesse daran hat, das zu machen, melde sich bitte bei mir. Prüfungsleistungen möchte ich kurz darauf eingehen. Die Kurzüberprüfung wird so laufen, dass Sie einen Wiki-Eintrag verfassen. Es wird auf Opal ein Wiki geben. Ein Wiki-Eintrag zu einem Grundbegriff der linguistischen Invektivitätsforschung. Mit Bezug auf Forschungsliteratur, das kann dann gerne was sein aus der jeweiligen Sitzung, die Sie sowieso schon als Teil der ExpertInnengruppe mit vorbereitet haben, aber auch alles andere, was Sie interessiert, was so ein wichtiger Grundpfeiler wäre in der Invektivitätsforschung. Sie sollten bitte immer Bezug nehmen in Ihren Wiki-Artikeln auf Forschungsliteratur. Dazu werde ich Ihnen einiges bereitstellen. Ungefähr 500 Wörter, aber dazu finden Sie dann auch noch mal Hinweise auf Opal. Lektürebezogene Aufgabe und Exposé ist ein bisschen umfangreicher, nämlich zwei Wiki-Einträge. Was Sie auch machen können, ist, Sie können eine Rezension von zwei bis drei wissenschaftlichen Texten, die sich mit Invektivität beschäftigen, verfassen. Sie können das Ganze auch gerne als Audio-Podcast machen.
auch gerne in Partnerarbeit, dann verlängert sich es vielleicht ein bisschen. Also ich bin da relativ flexibel. Die kombinierten Arbeiten werden so laufen, dass Sie eine 12- bis 15-seitige Seminararbeit verfassen. Als Vorleistung, die nicht bewertet wird, gilt entweder ein Wiki-Eintrag oder auch, wenn Sie sich an einer Diskussionsleitung beteiligen. Ja, also generell gilt die Diskussionsleitungen, was ja mein Ersatz ist für die Referate, die werden nicht bewertet. Ich möchte nicht, dass wir in den Sitzungen von Notendruck geplagt sind, sondern ich möchte, dass wir frei diskutieren können, ohne im Hinterkopf zu haben, wie man das jetzt benoten muss. Alles, was dann wirklich notenrelevant sein wird, erarbeiten Sie abseits der Sitzungen. Generell bin ich in digitalen Seminaren immer offen für alternative Prüfungsformate, vor allem bei den kombinierten Arbeiten. Podcasts, Webseiten oder auch Videos, alles ist möglich, alles ist auch schon gemacht worden. Wenn Sie Lust haben, sich da auszuprobieren, sprechen Sie mich gerne an und auch gerade hier ist Partnerarbeit immer möglich. Ja, damit bin ich schon am Ende dieses Input-Videos. Ich möchte Sie bitten, dass Sie in Vorbereitung zur zweiten Sitzung bitte Ellerbrock et al. 2017 lesen, der Grundlagentext des Sonderforschungsbereichs Invektivität. Aber jetzt sehen wir uns ja gleich erstmal im Seminar. Ich freue mich darauf. Dann bis gleich. Ciao.